Willkommen auf meinem Kanal Streampunk. Leute, Leute, Leute. Ja, heute wieder ein Video zu dem Thema Nehmt Abschied von Uli Hoeneß. Warum? Man muss diese Leute konsequent ausgrenzen. FC Bayern Ehrenpräsident Hoeneß über unbehandelte Menschen. Wieder ein weiterer, ja, B-Promi kann man ja sagen, der hier, ja, großmäulig verkündet, wie er immer war. Ich bin der Meinung, jemand, der vorbestraft ist und im Gefängnis gesessen hat, ja, ein Krimineller, ein vorbestrafter Krimineller, sollte ganz einfach mal die Kresse halten. Uli Hoeneß spricht sich gegen eine Behandlungspflicht aus, da diese die Gesellschaft noch mehr spalten würde. Aber zugleich appellierte er in einem Interview an die soziale Verantwortung jedes Einzelnen. Es könne gegenüber Unbehandelten ziemlich militant werden. Aha, soziale Verantwortung heißt aber auch pünktlich Steuern zahlen. Das ist nämlich genau der Grund, warum der alte Mann hier im Knast gesessen hat. Von wegen soziale Verantwortung, ja gut, da sagen wir nichts mehr zu. Der Wurstkönig von Deutschland. Er sieht auch im Übrigen auch schon aus mittlerweile wie seine eigenen Würste. Am 5. Januar wird Ulrich Hoeneß, der Ehrenpräsident, 70 Jahre alt. Zu diesem Anlass gab er für die Zeit ein Interview, in dem es in Zeiten der Corona-Krise auch um die aktuelle Stimmung in der Gesellschaft geht. Die erste Frage bezog sich auf die Diskussion über eine Behandlungspflicht, ob er ein Befürworter sei. Seine Antwort lautete, nein, das würde die Gesellschaft noch mehr spalten, aber ich kann ziemlich militant werden, wenn jemand sich nicht behandeln lässt. Seine Meinung über diejenigen Mitbürger, die sich weiterhin gegen eine Behandlung entscheiden, fällt eindeutig aus. Ich glaube, man muss diese Leute konsequent ausgrenzen, weil es ziemlich rücksichtslos ist, sich nicht behandeln zu lassen. Wow. Das ist ja krass. Was haben wir hier? Seinen persönlichen Umgang zu diesem Thema in Bezug auf Situationen im Alltag legte er an einem Beispiel in seinem Freundeskreis dar. Würde sich ein Mitspieler der regelmäßigen Schafkopfarbeit im Hause Hoeneß als unbehandelt outen, bestimmt der Hausherr klare Regeln. Also, einer seiner Freunde ist zu Besuch und ist also nicht behandelt. Da war einer dabei, den kenne ich schon ewig. Der hat irgendwann gesagt, ich bin nicht behandelt. Da habe ich gesagt, okay, dann hören wir jetzt auf. Und solange du dich nicht behandeln lässt, brauchst du dich bei mir auch nicht mehr blicken zu lassen. Ja, ein Schafskopffreund weniger. So ein Idiot, ne? Militant ohne Ende. Als wir die Masken gebraucht haben am Anfang der Pandemie, dieses Zögern, dieses Abwarten, katastrophal. Da wäre ich einfach mit dem nächsten Flieger nach China geflogen und hätte sofort mit allen möglichen Firmen verhandelt. Ja, natürlich hättest du das. Und dir auch die Taschen aufgehalten dafür. Also, liebe Leute, wir verabschieden uns von Uli Hoeneß. Wir verabschieden uns sowieso grundsätzlich, finde ich, vom FC Bayern. Das werden wir sowieso müssen, weil wenn man so liest, was da mit einigen Spielern passiert, bezüglich Erkrankungen und nicht mehr einsetzbar. Das ist schon schockierend. Da sollte sich der alte Mann, Wurstkönig von Deutschland, sollte sich da ein bisschen genauer auch mal um seine Leute kümmern, um seine Spieler. Ja, Leute, wir verabschieden uns unehrenhaft von Uli Hoeneß und im Grunde auch vom gesamten Fußball. Fußballfan war ich ja nie, aber ich habe hier Freunde zum Beispiel, die hätten für St. Pauli geblutet. Ja, und St. Pauli waren die Ersten, die hier gesagt haben, 2G im Stadion, die den Faschismus nicht gesehen haben, nicht verstanden haben, aber immer sagen, wir sind Antifaschisten. Die glauben auch, Faschismus ist besteht nur ausschließlich aus Fremdenhass. Das ist nicht so. Faschismus ist grundsätzlich das Ausgrenzen von Bevölkerungsgruppen. Ja, das Ausgrenzen und Denunzieren von Bevölkerungsgruppen, wie wir es hier seit über einem Jahr erleben. Im Grunde seit 22 Monaten die ersten, die das erleben mussten, waren die renommierten Ärzte wie Wolfgang Wodak und Susharit Bhakti, die vor 22 Monaten mit ihren ganzen Annahmen bis heute leider Recht behalten mussten. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich für euren ganzen Support. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das Video, kommentiert auch gerne zu diesem Thema, wen wir noch verabschieden können. Schreibt mir gerne in die Kommentare,
Ja, wer mal Inhalte sehen will, die nicht zensiert wurden, schaut gerne mal auf meinen Odyssey-Kanal und auch auf meinen Telegram-Kanal. Beide Links findet ihr hier unter dem Video in der Videobeschreibung, genauso wie den Link zu meinem Hauptkanal Streampunks Neue Welt, der zurzeit leider gesperrt ist wegen YouTube-Strike. Ja, also es lohnt sich immer, alles mal so ein bisschen zu abonnieren, kostet alles kein Geld. Und ihr ja, bekommt immer Informationen von mir, was gerade angesagt ist, auf welchen Kanälen ich mich gerade befinde und ja, die neuesten Neuigkeiten. Wie gewohnt. Entschuldigung, da war das Intro ein bisschen zu schnell. Und was die Zukunft zeigen und bringen wird, das weiß keiner so genau. Was ich aber ganz genau weiß, ist, wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.